Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei Zom Piercer. Wir waren ja das letzte Mal irgendwo da oben, genau da oben, und haben den einen Schlüssel geholt, den ich zum Glück da oben schon drin habe. Ich habe den vorhin gesucht, ich habe mir gedacht, oh meine Güte, bin ich jetzt doof. Ich habe den Schlüssel im Inventar gesucht und dachte mir, wo ist es denn? Aber den habe ich ja schon hier oben rein. Bevor wir jetzt schlafen gehen, es ist nämlich 18 Uhr, ein bisschen Energie haben wir noch, wollte ich einmal ganz kurz doch an die Metallwerkbank mit euch. Und zwar gibt es zwei Sachen, die ich gerne herstellen möchte. Das erste ist der Metallschmelzofen, weil ich denke nämlich, Altmetall, Metallbarren, dass wir das dann eben brauchen werden für zum Beispiel den besseren Hammer. Von daher dachte ich mir, mache ich jetzt halt einfach mal. Irgendwann muss ich dann sowieso bauen. Also baue man halt gleich. Jawohl. Das wäre dann die Nummer 1 gewesen. Und das nächste ist dann die Feuerschale. Kamin mit... Nee, Moment. Holzkohlefass. Genau das wollte ich. Ein einfaches Fass, geringfügige Änderungen und sie sind Besitzer einer äußerst nützlichen Ressource. Ich vermute mal, dass ich hier Kohle herstelle, um die dann im Metallschmelzofen einzusetzen. Von daher baue ich auch dieses Ding jetzt mal. Werden wir sehen. Das wollte ich jetzt auf jeden Fall noch bauen, bevor wir uns zum Schlafen legen. Und dann werden wir die Teile hier auch installieren. So, gucken wir mal. Wir haben jetzt halt 18:28, dann würde ich sagen, wir schlafen nicht 12, sondern nur 11 Stunden. Ich hoffe, das passt jetzt. Hoffe ich. Und dann setzen wir die zwei Teile mal hin. Jetzt haben wir 7 Uhr. Ich weiß nicht, warum ich 11 Stunden eingehe, wenn ich dann doch 12 Stunden schlafe. Naja, gut. Was soll's. Also, die hier können wir ernten. Werde ich jetzt auch mal machen. Wir bekommen 3 Kartoffeln daraus. Ich kann damit allerdings nichts machen. Das ist gut. Toll. Ich denke mal, dass ich irgendwie kochen muss oder was weiß ich. Weil ansonsten bringen mir die Kartoffeln nämlich nichts. Naja, gut. Lass ruhig dein Licht mal an, wenn es ja eh noch so duster ist. So, wir haben hier unser Wasserfass, in dem noch kein verunreinigtes Wasser gesammelt wurde. Jetzt würde ich den Ofen hier daneben stellen. Also ich weiß nicht, ob ich da so nah ran kann. Ich würde das auf jeden Fall so nah zusammenstellen wie möglich. Da ist eine Klappe. Stellt man halt mal dahin. So, und diesen Schmelzer, den würde ich dann im Grunde hier direkt daneben stellen. Muss ich dich auch drehen? Ne, bei dem hat es gepasst. Da ist der Ausguss oben. So, notfalls müsste ich das halt nochmal umstellen. Ist ja kein Thema. Achso, das geht nicht. Dann machen wir mal hier Folgendes. Bauen. Das Material habe ich ja für beides einstecken extra. So. E verwenden Holzkohlefass. Holzkohle ist weit verbreitet, was diese Ressource wertvoll macht. Also eine Holzkohle ist weit verbreitet, was diese Ressource wertvoll macht. Das ist eigentlich gegensätzlich, ne? Das Holzkohle sollte nicht weit verbreitet sein, um sie wertvoll zu machen. Weil wenn sie weit verbreitet ist, dann ist sie ja nicht wertvoll. Oh, da täusche ich mich jetzt da. So, dann bauen wir mal das Ding hier. Und ich vermute, dass ich da eben die Holzkohle für brauche. Dann und... Okay. Ich muss das Altmetall eben für die Metallbarren machen. Glas, dachte ich es mir, für Sand. Glasflaschen für deine Bedürfnisse. Ich vermute mal, dass ich die Glasflaschen brauche für das Ding hier.
Ist jetzt einfach mal eine Vermutung. Okay, dass ich hier jetzt natürlich nicht... Ich würde tatsächlich hier mal Glas reinschmeißen wollen. Also Sand, meine ich. Wir haben 32 Sand. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt nur mal zwei raus. Einfach, dass ich es mal teste. Und Metall nehmen wir jetzt halt einfach mal 12 raus. Holz habe ich jetzt keins mitgenommen, aber ist egal. So. Glas. 2. Okay, also man braucht hier nichts separat. Alles klar. Oh, man bekommt gleich 4 Glas raus. So, die Glasflasche. Ich kann 8 Stück machen. Machen wir mal eine. Einfach nur, dass ich auch sehe, wie viel Gewicht die hat. 0,25. Okay. Hau mal halt einmal die Glasflaschen durch. Für was anderes kann ich anscheinend das Glas nicht brauchen. Vielleicht für irgendwas anderes. Ah, Rechtsklick. Shift und Rechtsklick. So, hier bin ich auch gespannt, für was ich die Platine brauche. Ich vermute einfach wirklich, dass ich die brauchen kann für die Pumpe oder sowas, dass ich die haben muss. Weiß ich jetzt nicht. Und Nummer 8. So, Metallbarren können wir 4 Stück herstellen. Das Ding, ah, okay, das läuft trotzdem. So. Ich vermute mal, dass ich hierfür die Flaschen brauchen werde. So. Viermal Metallbarren. Das macht ein rechtes Lärm, das Ding, ne? So, ich vermute, dass der Hammer wirklich besser sein wird wie der hier. Ebenso der Rollgabelschlüssel, den können wir dann gleich einmal herstellen. Du hast es gemeistert, eine hochwertige Rollgabelschlüssel herzustellen, das ist großartig. Der wird mit Sicherheit Montageeffizienz 20, Schaden 5. Der hat eine Montageeffizienz 10. Also der definitiv besser. Der hat eine Montageeffizienz 10. Wir brauchen allerdings noch Holz. Ein bisschen Holz habe ich. Ich würde sagen, ich nehme jetzt da mal diese 7 raus. Dann stellen wir uns einmal diesen Hammer her. Auch wenn wir jetzt im Grunde noch den Hammer haben, aber... Effizienz 20, wunderbar. Dann können wir die anderen noch aufbrauchen und dann passt es. Taschenlampe, Hammer. Stahlmöbelteile. Ist jetzt die Frage, wir brauchen das nicht dafür. Lötkolben muss ich herstellen für diese Ingenieurswerkbank. Da brauche ich nämlich einen. Können wir uns die eigentlich auch machen, ne? Lötkolben, Metall, Plastik und eine von diesen Maschinen. Plastik. Metall nehme ich mir jetzt mal 20 raus, wenn es geht. Holz nehme ich mir nichts raus, gerade. So, also machen wir erst einmal den Lötkolben. Und dann machen wir Ingenieurswerkbank.
sind 9 Kilo gewesen, die wir jetzt da weg haben. Und die wiegt nur 1 Kilo, ne? So, tun wir das mal hier ganz kurz. Zack. Ja, wir sind schon gut aufgebaut jetzt mittlerweile. Stelle ich die dahin oder stelle ich es jetzt erst einmal? Ich glaube, ich stelle es jetzt erst einmal dahin. Wo ich die Treppe dann später hinmache, ist ja auch wurscht. Das kann ich ja immer noch verändern. Dauert natürlich immer ein bisschen, ne? Ist klar. Wer weiß, ob wir heute noch loskommen. Aber das ist cool, dann haben wir hier jetzt am Bahnhof dann schon einiges auch geschaffen. Eh verwenden. So, Aufbewahrungsgerät, Stoffbeutel, Stofftasche, Roboterspeichergerät. Aha. Aufbewahrungsgerät, Lederbeutel. Da brauche ich Leder. Aufbewahrungsvorrichtung für einen Roboter auf der Basis einer Ledertasche. Was für ein Roboter? Da würde ich sagen, warte ich mal, bevor ich das herstelle. Die Feuerschale. Ich glaube, die Feuerschale werde ich brauchen, um kochen zu können, weil ich habe sonst nichts anderes. Hier habe ich nochmal eine moderne Feuerschale. Aber ich denke, dass die hier eher gebraucht wird, um zu kochen, ne? Grammophonmechanismus. Die Nähmaschine würde ich halt auch gerne herstellen. Nähmaschine aus Altmetall ist keine Kunst selber zu machen. Zwei mechanische Teile bräuchten wir da noch. Die sollten wir haben. Nein, haben wir nicht. Wir haben nur einmal mechanische Teile. Dann hoffe ich mal, dass wir die da unten finden. Also irgendwo in den Autos, weil eins brauchen wir dann noch. Die elektrische Komponente von dem elektrischen Ofen. Wo ich natürlich den elektrischen Ofen herstellen kann, weiß ich nicht. Dann bauen wir mal den Feuerdingsbums hier, Feuerschale. Mich würde es jetzt mal einfach interessieren. Die stellen wir dann dahin. Ah doch, geht schon. Ich dachte schon, das geht nicht. So. Vielleicht verbrauchen wir die sogar noch gar. Aber ich glaube es nicht. Nee, da geht noch ein wenig was. So, öffnen. Füge irgendein Item hinzu, das aus Holz besteht, um ein Feuer zu entfachen. Gut, das würde heißen für mich, dass wir in dem Holzkohlefass hier mal ein wenig Holz reintun. Machen wir mal 5. Soundmäßig ist das schon auch nicht schlecht, ne? Okay. Holzlager? Doch nicht die Kohle? Okay, wahrscheinlich muss ich da tatsächlich direkt das Holz reintun. Gut, jetzt haben wir Holzkohle. Ist ja auch nicht so schlimm, ne?
Ne, warte. Jetzt. Dann nehmen wir da nochmal 5 raus. Ah. Aber das ist jetzt halt einfach nur als Heizung gedacht, oder? Okay, ich kann das anmachen, ausmachen. Ich vermute mal, dass wir in irgendeine kalte Gegend kommen werden und wir deswegen dann auch den Ofen brauchen. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall das Ding. Wir können hier sonst nichts weiter herstellen. Wir schmeißen jetzt die Komponenten mal wieder rein. Flasche, Metall. Ah, Nase juckt. Elektrische Teil, das da, das da. Den Hammer würde ich tatsächlich noch da lassen, weil das... Oh, ich habe sogar noch eine Ratsche, ne? Warte mal. Dann mache ich das jetzt so, dass wir die Werkzeuge ganz hinten haben. So, Schaufel. Dann tue ich eben den Rollgabeschlüssel hier rein. Ja, das ist immer das, wenn du Sachen im Vorrat herstellst, ne? Dann hast du dann die schlechteren Sachen, obwohl du schon bessere hast. Das ist nervig und ich will das eigentlich auch nicht. Ich könnte höchstens sagen, ich lasse die hier, dass ich das hier nur verwende, wenn wir unterwegs sind. Ich glaube, das ist am sinnigsten. Und dafür nehme ich dann die Ratsche mit. Hammer kann ich eh noch da lassen, weil der taucht noch. Wir hätten sogar Leder, wir haben ganz viel Stoff auch. Die Nähmaschine wäre schon nice, ne? Die wäre echt nice. Das. Wie spät ist jetzt eigentlich? Man sieht's nicht. Zum einen trinken wir mal die 2 Flaschen. Dann würde ich sagen, wir essen einmal die Dose. Mal 10. Die haben immer noch 15, das ist auch nicht schlecht. So. Ich werde auf jeden Fall einen Energy mitnehmen. Für einen Weg zurück. Aber ich würde jetzt auch sagen, wir tun erst einmal hier draußen ein bisschen die Autos zerlegen, bevor wir jetzt halt hier auf weite Flur gehen. Also die ganzen Autos einfach mal looten und die Kisten abbauen. So. Dann müsst ihr rein. Den würde ich gerne in irgendein Auto packen. So, die Türen sind ja wieder ganz, wenn man sich neu reinlädt. Aber zum Glück... Ach, als hätte ich's gewusst und gehofft. Also ich denke mal, dass wir hier einiges bekommen an Loot. Ich kann dich mit Sicherheit auch looten. Das war bis jetzt bei allen, die am Boden gelegen sind. Da hinten waren wir, glaube ich, schon. Aber da gab es da nichts. Also die da hinten haben wir schon gemacht. Auch die Polizeiautos haben wir schon gemacht. Wunderbar. Okay. Damit ist der Schlüssel kaputt.
weg damit. Dann nehmen wir jetzt den da. Okay. Da hat er nur noch einmal gefehlt. Schade, dass man nicht auch die Autos so ein kleines bisschen zerlegen kann, ne? Definitiv effektiv. Habe ich euch schon? Ne, ich habe noch nicht einmal die Sachen hier vorne. Ich sollte erst einmal mich hier umschauen, bevor ich weitergehe. Eins nach dem anderen, ne? Was, dich habe ich auch noch nicht. Aber hier vorne habe ich reingeguckt. Das ist wieder planloses Vorgehen hier. Polizeiauto hat leider nichts. Der Bus wäre vielleicht noch interessant. Aber der hat auch nichts. Ich denke, das kann ich zwar demontieren, aber ich komme nicht dran, oder? Ne, es liegt jetzt da drüben. So, dann mache ich es mir jetzt einfach. Oder auch nicht. Gut. Glaube ich nicht schlecht, erst einmal hier so auf Distanz bleiben. Da hinten sind bestimmt noch einige. Was? Da ist nichts drin. Oh, ich kann sogar übers Auto drüber. Ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt gewollt. You're overloaded. Aber das habe ich mir schon gedacht. So. Ich packe meinen Schrankkoffer. Das sind wir auch schon bei fast 200 Kilo, ne? Ach, das Schreiben wollte ich doch auch wegtun. Aber ich haue jetzt einfach da rein. Hauptsache, ich hab den weg. So. Da waren wir zuletzt. Genau, das sind ja immerhin 10 Kilo. Ich komme halt leider nicht immer vorne und hinten ran an den Autos, ne? Ich kann auch nicht überall hochlaufen. Gibt noch viel zu looten. Also auch wenn der sehr weit weg ist, aber
Den holen wir uns gleich mal ran. Und es ist ein bisschen schade, dass die nichts looten, nichts droppen, ne? So, jetzt sind wir quasi andersrum gegangen. Jetzt muss ich da noch mal ganz kurz gucken, aber ich glaube, das haben wir ja alles schon. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Hast du doch schon. Steh doch da, dass du es schon hast. Ah, hier hast du noch nicht. Die hast du, die hast du, die hast du. Alles klar. Die war einmal zu oft geguckt. Die Polizeiautos haben wir definitiv schon gemacht. Und die müsste ich eigentlich... Oh, den habe ich noch nicht. Habe ich dich schon? Bei dir geht gar nichts, aber die Autos habe ich doch schon. Ja, die habe ich schon. Dich kann man nicht... Ja, da sind noch ein paar Kisten. Wie spät ist jetzt? 14:49. Sollten wir noch was schaffen können? Gut. Zerlegen wir mal kurz das Fass. Dich habe ich schon. Habe wieder einmal daneben geschossen. Und nicht gemerkt. So, da ist das Metall noch. Genau, da kommt man ja nicht hin. Ich weiß bloß nicht, wo ich hin muss. Also wir müssen auf jeden Fall nochmal da hoch, das ist klar. Ich vermute mal, dass wir dahinter müssen. Also ich habe mich diesmal nicht gespoilert mit der Karte oder sowas. Ich bin diesmal brav geblieben, aber ich denke, dass ich die Chance schon nutze, wenn es so eine Karte gibt. Dass ich mir die dann auch mal anschaue, wenn ich jetzt nicht unbedingt gleich weiterkomme. So, dann gehen wir mal dahin. Da haben wir nichts. Haben wir nichts, haben wir nichts. Können wir nicht. Können wir nicht, okay. Muss man schon sehr genau sein. Wow. 47 Kilo sind wir dann schon wieder. Also dieses Lichtschatten, das macht es für mich enorm schwer, dass ich die sehe auch.
Könnte es sein, dass hier auch mal einer hinterm Busch steht oder so? Da vorne ist auch noch mal einer. Ja, overloaded. Okay, dann geh mal zurück. Bringt dir nichts. Bevor wir die große Wanderschaft machen, tun wir jetzt erst einmal den Fuhrpark looten. Ja, sorry. Ja, einerseits ein bisschen mehr Ausdauer ist natürlich nicht schlecht, aber andererseits denke ich mir, dann brauche ich eben ein paar Sekunden länger, um zurückzukommen, aber ich kann mehr tragen. So. Schauen wir mal, da geht nicht mehr viel rein, ne? Jetzt haben wir schon 9 Leder. Wir könnten eigentlich... Wir haben 65, ne? Dann hätten wir 80. Das da noch. Und mit dem hätten wir dann 100 vom Essen her. Das passt doch. Das ist schon wieder über eine halbe Stunde, ne? Das ist. Also das Spiel, das verfliegt zeitmäßig, ne? So dermaßen. Es bringt auch nichts, wenn ich jetzt da nochmal loslaufe, weil es wird dann gleich dunkel. Da würde ich sagen, machen wir lieber beim nächsten Mal weiter. Es war aber auf jeden Fall schon mal ganz interessant, dass wir hier dieses Holzkohle-Ding hergestellt haben. Das ist auf jeden Fall super, weil wir können nochmal gucken, anstatt jetzt halt rauszugehen, können wir nochmal gucken. Also Hammer und Rollgabelschlüssel sind auf jeden Fall zwei super Tools. Die Stahlmöbelteile wären jetzt ja dann noch das nächste, was wir brauchen würden. Da würde ich aber nicht mehr herstellen, als ich tatsächlich brauche. Und das da würde ich halt gerne herstellen, ne? Nähmaschine aus Altmetall. Ich denke, das machen wir beim nächsten Mal. Wir brauchen einen so einen Ding, den müsste ich sogar hergestellt haben schon. Ja, den habe ich sogar schon. Klasse. Machen wir das nächste Mal die Nähmaschine als erstes, bevor wir dann uns schlafen legen und bevor wir dann weiter rausgehen. Alles klar. Wenn euch der Part heute gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like da, lasst mir Kommentare da und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.